Salut, Mr. Cross. Und ich freue mich außerordentlich, Sie als meinen Gast begrüßen zu können. Sie bleiben doch sicher ein paar Tage auf meiner Hacienda. Juanito, noch zwei Sunrise. Ihr mit Eis, Mr. Cross? Ja, gerne. Also ein paar Tage Urlaub würden mir sicherlich gut tun. Und über die Geschäfte können wir ja später noch reden. Einige Sehenswürdigkeiten würde ich mir in Mexiko schon mal anschauen. Außer Ihre Sekretärin Manuela natürlich. Gut, dieser Sunrise. Nun, Mr. Cross, jedes Land hat seine Spezialitäten. Wobei ich sagen muss, dass der Whisky, den Sie mitgebracht haben, eine vorzügliche Empfehlung meiner Londoner Geschäftsfreunde war. Und ich muss sagen, auch Sie als Geschäftspartner sehr sympathisch. Lassen Sie uns anstoßen. Wir werden... Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment, Mr. Cross. Manuela, leisten Sie doch Mr. Cross einen Moment Gesellschaft. In Verbindung mit den Auswirkungen dieses Unwetters wurde der 5. mysteriöse Todesfall innerhalb der letzten 2 Wochen bekannt. Wie schon bei den 4 vorherigen Opfern fehlt den ermittelnden Behörden jegliche Spur des Täters. Die beiden Jugendlichen, welche die Leiche fanden, stehen noch unter Schockeinwirkung. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Sie verzeihen, Mr. Cross. Ach, Manuela, können Sie bitte für Mr. Cross ein Hotelzimmer reservieren? Verrückt, diese mysteriösen Ereignisse in letzter Zeit hier bei uns. Wovon reden Sie da, Señor Gomez? Erzählen Sie doch, sowas interessiert mich immer sehr. Mr. Cross, ich weiß nicht, ob Sie also... Also gut... Denn, ich darf Sie doch so nennen. Sie müssen wissen, in dieser Gegend hatten wir schon seit ewigen Zeiten keinen Regen mehr. Aber vor 2 Wochen, es war ein strahlend heller Sonnentag wie der heutige, zog sich innerhalb von wenigen Minuten der Himmel zu und eines der schwersten Unwetter in der Geschichte Mexikos brach über uns herein. Das Stromnetz brach zusammen. Der Funkverkehr war unterbrochen, es war höllenschwarze Nacht. In einer einzigen Energieentladung beendete ein gewaltiger Blitz dieses Unwetter so schnell, wie es gekommen war. Ja, da war das wieder ein Volltreffer für die Jungs von der Wetterwarte. Denn mir ist nicht nach Scherzen zumute, hören Sie weiter. Seit dieser Naturkatastrophe riss eine Serie von mysteriösen Todesfällen nicht ab. Bisher insgesamt 5 Tote, deren Leichen furchtbar aussehen, forderten diese Ereignisse. Die Körper sind wie ausgedörrt, nur noch Haut und Knochen. Kein Tropfen Blut oder Flüssigkeit im Körper mehr. Die Polizei schließt nach den bisherigen Ermittlungen herkömmliche Todesursachen aus, tappt aber in Bezug auf den oder die etwaigen Täter völlig im Dunkeln. Mittlerweile ist natürlich die Bevölkerung stark beunruhigt und auch der Touristenstrom in unser Land hat nachgelassen. Auch zur Königspyramide, ganz in der Nähe der Stadt, kommt kaum noch jemand. Sie wurde allerdings auch durch das Unwetter stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Blitz hat fast das ganze obere Drittel zerschmettert. Tja... Das wäre sicherlich eine Sehenswürdigkeit von Interesse für Sie gewesen. Ja, und wie weit von hier entfernt liegt diese Königspyramide? Ich glaube, sie interessiert mich auch in ihrem derzeit leicht angekratzten Zustand. Oh, circa eine Viertelflugstunde mit dem Hubschrauber, denn Sie können doch fliegen. Oder soll Juanito... Danke, danke, Mr. Gomez. Ich denke, die Rotorblätter kann ich auch allein in Schwung bringen. Wenn Sie erlauben, würde ich jetzt gerne noch ein Bad nehmen und danach losfliegen. Ich möchte nicht zu spät wieder zurück sein.
Jetzt müsste ich eigentlich gleich da sein, wenn die Karte hier stimmt. Ah ja, Vorsicht, Alter, nicht zu niedrig. Ey, haha, das ging gerade noch mal gut. Bin doch schon etwas länger nicht mehr geflogen. Komisch, der Höhenmesser war doch vorhin noch okay. Alte Rappelkiste. So, da haben wir ja die Pyramide. Tatsächlich. Sieht aus wie abrasiert die Spitze. Da hat der Blitz ganze Arbeit geleistet. Wie ein schwarzes Loch von hier oben. Finde ich aber gar nicht so interessant. Vielleicht schaue ich mir die Sache mal von unten an. Ich glaube, da drüben kann ich landen. Na, also das richtige Leben ist es hier aber auch nicht mehr. Ein paar Sperrgitter, Touristenbuden, aber reichlich leere Cola-Dosen. Hallo, hallo, da drüben rührt sich was. Dann ist diese Getränkebude bestimmt noch offen, obwohl der Typ räumt gerade zusammen. Hey, Senor, por favor, einen kleinen Moment. Machen Sie mir doch bitte einen doppelten Tequila Sunrise, sagen Sie. Machen die hier oben alle Betriebsferien? Oh, Senor, seit den Tagen ist hier keine Geschäfte mehr zu machen. Ich kann Ihnen höchstens anbieten eine Dose Limonade oder so. Ja, seit die Unwetter, Senor, die Unwetter, da wo die Blitz hat eingeschlagen in der Pyramide, liegt Unheil auf diesem Platz. Ich spüre es. Sie meinen auch diese mysteriösen Todesfälle? Sie, Senor, Sie, Senor, ich fühle es an den ganzen Körper. Auch Sie sollten eine bessere... Komm. Also gib mir was von deinem Zuckerwasser und dann werde ich mich mal hier ein bisschen umgucken. Ja gut, Senor. Bitte, aber Senor... Oh, die Pesetas. Hier stimmt so. Bis später. Oh, grazie, Senor. Grazie. Na, das sieht ja aus hier wie auf einem Schlachtfeld. Steine, Schutt. Aber Moment mal, da drüben. Nein. Hier haben nur die Touristen ganz deutliche Spuren hinterlassen. Aber dort, das sieht mehr aus wie ein Stollen. Ein Eingang. Und das Ganze ist so jungfräulich, so ganz ohne Abfälle und ausgetretene Pfade, dass dieser Schacht bestimmt erst durch den Einschlag des Blitzes freigelegt worden ist. Na und wo geht's denn hier hin? Eine echte Dunkelkammer. Noch einen Schritt weiter. Nein, das hat keinen Zweck. Da ist nichts zu sehen. Ist denn außer mir noch hier? Mein Gott, der Getränkeverkäufer. Oh Mann, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Das ist ja noch viel schlimmer, als Gomez mir das geschildert hat. Die Haut spannt sich wie Pergament über den Knochen. Irgendwas oder irgendwer hat den armen Kerl ausgesaugt. Furchtbar. Jetzt muss ich aber schnell weg von hier, sonst könnte ich noch in Schwierigkeiten mit der hiesigen Polizei kommen. Den kann ich wohl die Story vom großen Unbekannten angesichts dieser Situation schwer schmackhaft machen. Aber langsam will ich wissen, welches Spiel hier gespielt wird. Ich muss in Erfahrung bringen, wer oder was hinter diesen Gräueltaten steckt. So, aber jetzt mal zurück zur Libelle. Zurück zu Gomez, dann ins Hotel, Kleidung wechseln und... Zugegeben, eitel war ich schon ein wenig. Aber ein Mann in meinem Alter, 33 schlappe Jahre,
sollte schon etwas auf sein Äußeres geben. Natürlich, ich habe eine Vorliebe für schicke Kleidung, schnelle Wagen und schöne Frauen. Mein Friseur ist auch nicht gerade billig, aber das braucht man im Geschäftsleben und privat sollen die Aktien ja schließlich auch nicht fallen. Zwar hat mir meine dunkel getönte Brille schon öfters den Ruf eines arroganten Playboys eingebracht, doch meine empfindlichen Augen können nun mal nicht so viel Licht vertragen. Und ich schwöre Ihnen, meinen Schnurrbart habe ich schon zwischen Nase und Mund gehabt, als ich Thomas Magnum jeden Tag rasierte. Nun ja, ich stand also fix und fertig, umgekleidet in meinem Hotelzimmer vor dem Spiegel, überprüfte noch mal kurz mein Äußeres und war gerade im Begriff zu gehen, als das Telefon schrillte. Ja, hier ist Dan Cross. Hallo, Dan. Ich vergaß es vorhin Ihnen zu sagen. Ich darf Sie doch heute Abend zum Essen erwarten. Oh, Mr. Gomez, das tut mir leid, aber ich habe mir für heute Abend schon einige private Dinge zur Erledigung vorgenommen. Ich denke, wir sehen uns morgen, aber trotzdem vielen Dank für die Einladung und buenas noches, Señor Gomez. Buenas noches. Wirklich sehr aufmerksam von Señor Gomez, ein echter Gentleman. Doch ich hielt es für ratsam, ihn nicht über mein wirkliches Vorhaben zu unterrichten. Mein Aston Martin stand bereits aufgetankt vor dem Hotel, und beim Portier lag eine Landkarte der Gegend, die ich mir hatte besorgen lassen. In einer Stunde konnte ich an der Pyramide sein. Ein bisschen unheimlich war mir schon, nach dem, was ich heute bereits erlebt hatte. Etwa das gleiche Gefühl wie damals als Kind, nachts aus dem Fenster und dann ab über den Friedhof. Aber ich glaubte nicht an Gespenster, und wenn es diese Bettlakentypen gab, dann sollten Sie sich vor Dan Cross in seinem Indiana-Jones-Abenteuer-Outfit in Acht nehmen. Der Weg zur Pyramide ist doch etwas länger, als ich gedacht habe. Aber auch bei diesen Straßen... Karte schauen. Ah ja. Da geht's lang. Also ein bisschen Musik wäre jetzt ganz okay. Allerhand Viehzeug hat's hier im Dschungel. Ich glaube, ich schließe mal lieber das Verdeck. Also Manieren haben diese mexikanischen Radiosender. So eine Einlage und dann Sendepause. Also jetzt fehlt nur noch, dass das Auto stehen bleibt. Na komm, 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 komm. Komm, so war das doch nicht gemeint. Hallo. Das gibt's doch nicht. Aus. Fertig. Gibt keinen Mucks mehr von sich. Naja, aber allzu weit kann die Pyramide ja nicht mehr sein. Meine Taschenlampe. Ach, jetzt geht das wieder los. Ist aber auch stockdunkel hier drin. Selbst die Innenbeleuchtung funktioniert nicht mehr. Ach, da ist sie ja. Und hell macht sie auch. Na dann mal los, denn. So. Da links lang. Ah ja, richtig. Da sind ja schon die Touristenbuden. Der neue Eingang war aber weiter westlich. Genau, hier ist es. Nur ein Dämonendiener kann es wagen, nach diesen Vorfällen die unheilige Pyramide zu betreten. Doch er soll nicht weit kommen. So, dann wollen wir doch mal sehen, wohin dieser Stollen führt. Was ist das auf dem Boden? Ein Zeichen. Ein fünfzackiger Stern. Hier sind wohl schon ein paar russische Weltbummler gewesen.
Aber das ist kein gewöhnlicher Stern. Er ist unbeschadet über das Pentagramm geschritten. Und er weicht nicht zurück. Dann, warte, du Dämonenknecht, dann wird dich der heilige Meteorit zermalmen. Hey, was soll das denn? Eine riesige Felskugel rollt auf mich zu. Sieht ja auch nicht gerade aus wie ein Willkommensgruß aus dem Kegelclub. Die hat auch ganz schön Geschwindigkeit drauf. Also ich habe jetzt keine Lust, Murmel zu spielen. Ich nehme mal besser die Beine in die Hand. Ah, da hinten wird's heller. Wo dich der heilige Meteorit hintreibt, erwartet dich schon das Dämonenfeuer. Die blauen Flammen werden dich aufhalten, Dämon, und dich dem Meteoriten opfern. Mein Gott, da schlagen Flammen aus der Wand. Blaue Flammen. Und ich muss hindurch, wenn ich nicht von dem Felsen erdrückt werden will. Mir bleibt nichts anderes übrig. Mit einem gewaltigen Satz sprang ich auf das blaue Licht zu und hindurch. Mir blieb die Luft weg. Einen Moment lang verlor ich die Kontrolle über meinen Körper und stürzte. Die Taschenlampe. Ich hatte meine Taschenlampe verloren. So lag ich auf dem Boden, tastete nach der Lampe und wartete bange Schrecksekunden lang auf den unvermeidlichen Aufprall des Felsenballes. Nichts. Der riesige Stein wurde in den blauen Flammen zu Staub zerstrahlt. Da, das musste die Lampe sein, was ich auf dem Boden berührte. Ich griff danach, der Boden unter mir gab nach und ich stürzte in die Tiefe. So wird es sein. So soll das alles verzehrende heilige Wasser dem Dämonendiener das ihm gebührende Ende bereiten. Na, das ist ja hier wie auf einer Rutschbahn. Hey, und jetzt soll ich vielleicht auch noch schwimmen gehen? Wasser. Denn, Junge, halt die Luft an. Oh, ist das eine stinkende Brühe. Und jetzt raus hier. Mann, das ist ja wie auf einem Rummel. Also gegen das hier ist ja eine Geisterbahn ein aufgeplatzter Turnschuh. Aber seltsam, von wo kommt denn das Mondlicht? Und auch noch Vollmond. Das muss der obere Teil der Pyramide sein, den der Blitz freigelegt hat. Und das hier? Ha, das sieht ja aus wie eine Grabkammer. Tatsächlich. Mumien. Er hat alle Dämonenfallen überwunden. Auch das dämonenvernichtende Wasser hat ihn nicht aufhalten können. Dann muss die Wächterin der Pyramide selbst eingreifen. Da, ein Schatten an der Wand. Und er bewegt sich. Eine Hand mit einem Dolch. Und der Schatten des Körpers, es ist der Schatten einer Frau. Stirb, verfluchter Dämonendiener! Stirb durch meinen Jadedolch! Ich muss in tiefer Bewusstlosigkeit gewesen sein. Von Albträumen geplagt, wurde ich auf dem Vordersitz meines Aston wach. Das Radio lief und seltsamerweise sprang der Motor sofort an. Wie in Trance fuhr ich zum Hotel zurück. Die frische Luft der Nacht tat mir gut. Ich hatte das Verdeck wieder geöffnet und bekam langsam wieder einen klaren Kopf. In der Stadt angekommen, beschloss ich, noch einen Drink zu nehmen. Den hatte ich jetzt dringend nötig. Ich zog erst meine verschmutzten und zerfetzten Kleider aus, machte mich etwas fein und ging dann in die Hotelbar,
in der wider Erwarten einiger Betrieb war. Bitte noch einen doppelten Sunrise mit Eis. Und sagen Sie, kommen Sie doch mal etwas näher. Sehen Sie da am Eingang diese bezaubernde junge Dame? Ist die öfter hier? No, Signore. Ich sehe sie heute das erste Mal. Aber soll ich... Nein. Lassen Sie nur. Sie kommt scheinbar direkt hier vorbei. Hier, das ist für Sie. Danke, Signore. Danke. Ich hatte ja schon viel erlebt, aber dass diese Inka-Prinzessin direkt auf meinen Tisch zugesteuert kam, verblüffte mich. Ihre Bewegungen, ihr graziöser Gang glich der einer Katze, gewandt und geschmeidig. Neben all den Äußerlichkeiten, die ich an schönen Frauen schätze und liebe, war da noch etwas Bekanntes. Und selbstverständlich tat die Frau das, was ich erwartet hatte. Sie nahm an meinem Tisch Platz. Sie gestatten doch, Senor? Aber gerne. Dan Cross. Dan ist mein Name. Ataxa. Sagen Sie Ataxa zu mir, Dan. Ein Name, den ich von meinen Vorfahren, den Inkas, geerbt habe. Ja, wenn ich Sie so sehe, Ataxa. Ja. Dann haben Sie Ihre Schönheit sicher auch von Ihren Vorfahren geerbt. Aber Dan, glauben Sie, die Inkas hätten nur brutale Menschenopfer gebracht? Sie haben auch das kultiviert, was man heute als zwischenmenschliche Beziehungen bezeichnet. Ataxas Ausstrahlung betörte mich mehr und mehr. Und offensichtlich fand sie auch Gefallen an mir. Ich denke, ich sollte Ihnen einmal etwas über die Sitten des Inka-Volkes erzählen. Oh, ich bitte darum. Denn ich bin mir ganz sicher, in den hiesigen Geschichtsbüchern werden bestimmte Dinge tunlichst verschwiegen. Dann sollte ich Sie wohl etwas mit unseren mündlichen Überlieferungen vertraut machen, Dan? Und wenn wir das vielleicht ein paar Stockwerke höher machen könnten. Dort ist es viel gemütlicher, Ataxa. Und trinken Sie Tee oder Kaffee? Zum Frühstück, meine ich. Lass uns gehen, Dan. Was dann kam, hatte ich zwar erhofft, aber nicht erwartet. Offenbar wusste die Dame ganz genau, was sie wollte. Und dass sie das, was sie wollte, besser erreichen würde, wenn ihr das Modellkleid, das ihr übrigens ausgezeichnet stand, nicht im Wege war. Komm näher, denn ich möchte... Ja? Ich muss sagen, auch ohne dein Kleid im Inka-Stil hast du noch diese geheimnisvolle Ausstrahlung der Ureinwohner dieses Landes. Du bist wunderschön und verwirrend. Das kann schon sein, Dan Cross. Und ich komme jetzt noch viel näher zu dir und schenke dir... Koste hier ein besonderes Gastgeschenk der Inkas. Hier, den Jadedolch, Dämon. Was ist das? Der Dolch. Bist du verrückt, Inka-Mädchen? Weg mit der Waffe. Erkläre mir sofort. Weg. Weg. Sie ist fort. Fluchtartig hatte Ataxa den Raum verlassen, total unbekleidet, denn ihre verführerische Unterwäsche lag noch in meinem Zimmer verstreut. Sie hatte es tatsächlich auf mich abgesehen, aber nicht in der Art und Weise, wie es anfangs den Anschein hatte. Was sollte ich nun tun? Mit einer Anzeige bei der Polizei würde ich mich lächerlich machen. Wer würde mir bei diesen Indizien auch schon glauben? Ein atemberaubendes Modellkleid, sündhaft teure Unterwäsche aus Europa, ein Inka-Jadedolch, den man als Imitation in jeder Andenkenbude kaufen konnte, und über all dem liegend der schwüle Duft eines betörenden Parfums.
Guten Morgen, Mr. Cross. Ein Tee oder Kaffee zum Frühstück? Und eine oder zwei Portionen? Nichts von beiden. Ein Taxi bitte und die Tageszeitung. Und falls Senor Gomez für mich anrufen sollte, er findet mich im Landesmuseum. Guten Tag, Senor. Ich suche informatives Material über die Königspyramide draußen vor der Stadt. Sie können mir sicher helfen. Sie müssen Mr. Cross sein, ja? Senor Gomez rief heute Morgen schon an und wies mich an, Ihnen in jeder Hinsicht behilflich zu sein. Bitte kommen Sie mit, Mr. Cross. Ja, hier entlang, bitte. Der Museumsbeamte führte mich in die reichhaltige Bibliothek und zeigte mir alle in Frage kommenden Bücher. So, dort werden Sie alles finden, was Sie über die Pyramide der Könige oder die Pyramide von Meltemor, wie man sie auch nennt, wissen müssen. Bitte schön, Senior. Sagte er mit einem merkwürdigen Unterton und begab sich dann wieder in sein Büro zurück. Verzeihen Sie, Senor. Ich hörte gerade Ihrem Gespräch zu. Sie beschäftigen sich auch mit der Königspyramide? Es ist das Bauwerk, das schon lange im Mittelpunkt meiner Studien steht. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? Martello, Tefio Martello, Professor der Archäologie. Angenehm, Dan Cross, Weltreisender und vor allem Engländer. Tja, es wäre schon ganz gut. Vielleicht können Sie mir wirklich helfen. Ich werde mich bemühen, Senor Cross. Sehen Sie, da gibt es dieses Buch und dann diese beiden da. Da müsste doch einiges zu finden sein. Lassen Sie uns gemeinsam einen Einblick nehmen. Wir blätterten in den Büchern, fanden wohl auch Hinweise im Stichwortverzeichnis, doch die entsprechenden Seiten im jeweiligen Kapitel fehlten. Und das bei jedem Buch. Ich bat daraufhin den Museumsbeamten um Zugang zum Zentralcomputer, der mir auch gewährt wurde. Wie ich später erfuhr, wurde mir dies auch durch Empfehlung von Senor Gomez gewährt. Er musste doch eine sehr einflussreiche Persönlichkeit sein, mehr als er mir gegenüber zugab. Trotz verschiedener Programme, die ich in den Computer eingab, und davon verstand ich einiges, bekam ich immer nur eine Antwort. Error. Der Professor verfolgte meine Bemühungen mit einer sonderbaren Teilnahmslosigkeit. Überhaupt hatte er so gar nichts, was für einen Professor typisch sein kann. Sie wissen schon, die Standards. Er war weder zerstreut noch klein von Gestalt, hatte nichts Verschrobenes an sich und auch nicht diese typische Stirnglatze oder den Einstein-Schnauzer. Ganz im Gegenteil. Er wirkte auf mich eher wie ein Catcher der obersten Gewichtsklasse, der versehentlich in einen Maßanzug reingerutscht war. Nur seine Augen. Seine Augen hatten etwas Merkwürdiges. Sie waren sehr markant. Und das Glitzern in den Pupillen kann ich nur mit einem Wort bezeichnen. Es war dämonisch. Tja, Mr. Cross, offensichtlich erfahren wir auf diesem Wege nichts über die Pyramide. Lassen Sie uns ein Stockwerk höher gehen. Vielleicht gibt uns die Person von Rey Amon-Tek, dem König mit dem Sonnenkreuz aus der 13. Dynastie, einigen Aufschluss. Kommen Sie. Ah ja, hier ist der Raum.
Gestatten Sie, dass ich vorangehe? Oh, die Tür. Sie ist verschlossen. Leider. Ich werde beim Museumsbeamten den Schlüssel holen. Moment mal, Professor. Weg. Aber die Tür, die lässt sich doch ohne Schwierigkeiten öffnen. Sie ist doch gar nicht verschlossen. Da. Diese Statue. Das muss Re Amon Tek sein. Aber diese Augen. Diese stechenden Augen. Strahlen. Strahlen schießen aus den Augen hervor und auf mich zu. Ah, ich verbrenne. Ah. Dr. Sanchez, ich habe vorhin schon einmal mit Ihnen telefoniert. Ich musste leider unangemeldet hier in die Klinik kommen. Meinen Sie, ich könnte jetzt mit Mr. Cross sprechen? Er ist noch etwas benommen, Senor Gomez. Aber was seine Strahlenverletzungen betrifft, übrigens eine Art der Verbrennung, die mir bisher noch nicht untergekommen ist, gibt es ärztlicherseits keine Bedenken. Schwester... Schwester Dolora wird Sie in Mr. Cross' Zimmer führen. Besten Dank, Schwester Dolora. Aber wenn Sie uns jetzt allein lassen würden, was Mr. Cross und ich zu besprechen haben, unterliegt strengster Geheimhaltung. Hallo, Dan. Na, die Begegnung mit unserem Sonnengott war ja wohl ein bisschen hitzig. Senor Gomez, heute liegt der Humor aber ganz entschieden auf Ihrer Seite. Puh, irgendwie blicke ich durch das Ganze noch nicht so ganz durch. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe noch immer Schleier vor den Augen. Bleiben Sie ganz ruhig liegen, Dan, und konzentrieren Sie sich nur darauf, was ich Ihnen jetzt erzählen möchte. Ich denke, es ist nun an der Zeit, Sie über einige Dinge aufzuklären. Sie stecken mittlerweile so tief in der Angelegenheit drinnen, dass es einfach sein muss. Na, dann schießen Sie mal los, Senor Gomez. Nur bitte nicht mit irgendwelchen ominösen Strahlen. Es hat alles mit Ihren Erlebnissen in den letzten Tagen zu tun, denn. Und im Mittelpunkt steht die Pyramide von Mel Temor. Aber lassen Sie mich bei meiner Person beginnen. Ich bin nicht nur der Geschäftsmann, den Sie kennengelernt haben, denn. Nein, ich bin Sonderbeauftragter unserer Regierung. Im Auftrage der Landesregierung beschäftige ich mich mit der Aufklärung von parapsychologischen Phänomenen. Und mein derzeitiges Beschäftigungsgebiet ist die Aufklärung der Fälle nach diesem katastrophalen Unwetter. Schon dieser urweltzeitliche Wolkenbruch war ein für diese Gegend ungewöhnliches Ereignis. Aber das erzählte ich Ihnen ja bereits. Tja, und Ihre Erlebnisse dann sind Glieder in einer Kette von Vorfällen, die uns zur Pyramide von Mel Temor und zurück in die Geschichte unseres Landes, in die Zeit der 13. Dynastie, genauer gesagt, in die Regierungszeit von Re Amon Tek führen. Und in diese Zeit möchte ich Sie jetzt entführen, denn in die Zeit des Königs mit dem Sonnenkreuz. Ataxa, rufe den Oberpriester Mel Temor. Es ist Zeit, über ihn zu richten, ihn in seine Schranken zu verweisen.
Ich fühle, dass er mit seinem Tun den Zorn der Götter auf uns herabbeschwört. Geradewegs zu euch führte mich mein Weg, hoher Gebieter, und vernahm, als ich mich näherte, dass ihr mich rufen lassen wolltet. Schweig, du Frevler! Meltemor, spreche ich die Wahrheit, wenn ich dir vorwerfe, dass du bei den heiligen Feiern den Sonnengöttern deine Ehrerbietung versagt hast? Trifft es zu, dass du aus dem Blut der blinden Kröte unheilige Tinkturen mischst, um dich mit der Macht des Bösen zu verbinden? Du frönst den verwerflichen Riten der schwarzen Zeit, Meltemor. Ich sehe es am kalten Glanz deiner Augen. Ja, so ist es, Reamontek. Und auch über dich und deine Anhänger werde ich das Dunkel bringen. Die Waage der Macht neigt sich nach meiner Seite. Auch du und die Anbeter des Sonnenkreuzes werden die Herrscher der schwarzen Nacht nicht an ihrer Rückkehr hindern können. Doch in dir ist Kraft. Kraft, die ich benötige, um die schwarzen Herrscher zu stärken. Und diese Kraft hole ich mir jetzt. Meltemor, du hast mich gebissen. Wie mich die Stärke der Dämonen durchflutet. Dein Tod, Reamontek, wird den schwarzen Mächten die Kraft zur Manifestation geben. Ataxa, Meltemor hat mir mit meinem Blut die Lebensenergie aus dem Körper gesaugt. Noch hält mich die Macht des Sonnenkreuzes im Diesseits. Jedoch... Meltemor, die Götter werden dich für deinen Frevel strafen. Noch ist die Macht des Sonnenkreuzes auf unserer Seite und sie wird dich durch meine Hand für immer in die Mauern dieser Pyramide verbannen. Inmitten der Dämonenkönige wird dich das Sonnenkreuz als lebendigen Toten auf den Blutaltar bannen. Nie mehr soll die Macht des Bösen durch dich in die Welt getragen werden. Diese Strahlen der Reinheit. Ataxa, meine Priesterin der guten Mächte, noch einmal konnte die Kraft des Sonnenkreuzes die Macht des Bösen zurückschlagen. Doch hast du für diesen Moment seine Energien erschöpft und das Jenseits zieht diesen Körper zu sich hinüber. Doch ich komme wieder, in anderen Zeiten und in anderen Körpern. Dich aber und deine Nachfahren, Ataxa, bestimme ich zur ewigen Hüterin dieser Pyramide. Möge die Kraft des Sonnenkreuzes darüber wachen, dass kein Dämon Zutritt zu diesen Dienern des Bösen findet. Ataxa, sie ist... Dan, was ist Ihnen? So sprechen Sie doch weiter. Schon gut, Senor Gomez. Es ist schon wieder alles okay. Ihre Schilderung der Ereignisse vor mehreren tausend Jahren war so plastisch.
Diese Frau, Ataxa, ich kenne sie. Ja, ich habe ihr Gesicht ganz deutlich in allen Einzelheiten vor mir gesehen. Und obwohl sie mir die anderen Personen genauso eindringlich beschrieben haben, blieben ihre Gesichter wie durch einen Nebel verschleiert. Obwohl mir sowohl Reamontek als auch Meltemor seltsam vertraut... Ich stelle mit Genugtuung fest, dass Ihr Geist schon wieder auf Hochtouren arbeitet, Mr. Cross. Damit kommen meine Wünsche zur guten Besserung wohl etwas zu spät. Sie haben Besuch bekommen, Mr. Cross. Professor Mortello hat darauf bestanden, Sie zu sehen und zu sprechen. Sie kennen Professor Mortello, Senor Gomez? Nein, wir haben uns erst vor einigen Minuten miteinander bekannt gemacht. Aber wie mir scheint, findet hier ein Treffen aller Kenner der Geheimnisse der Pyramide von Meltemor statt. Und das ist auch der ganz spezielle Grund meines Kommens. Außer, dass ich mich natürlich nach Ihrem Wohlbefinden erkundigen wollte. Mr. Cross, hören Sie, wenn wir fürchterliche Ereignisse, die das, was bisher geschehen ist, bei weitem in den Schatten stellen, verhindern wollen, dann müssen wir sofort zur Pyramide von Meltemor. Fühlen Sie sich stark genug dazu, Mr. Cross? Eigentlich hatte ich nach den letzten Ereignissen ein paar Tage Ruhe dringend nötig. Ich war erschöpft, wie man es nach den Strapazen einer langen Reise ist. Und trotzdem verspürte ich eine nervöse Unruhe und eine überreizte Spannung in mir, die nach Taten drängte. Ich spürte, dass etwas geschah, etwas kurz bevorstand, an dem ich einen Anteil hatte. Personen und Schauplätze wirbelten in meinem Kopf durcheinander, Vergangenheit und Gegenwart verschmolzen miteinander. Und immer wieder war die Grabkammer in der Pyramide Mittelpunkt meiner Gedanken. Was denken Sie, Professor? Wird uns dieser Gang zur Grabkammer führen? Mit Sicherheit sagen, Senor Gomez. Ich glaube, wir sollten in diesem Falle Mr. Cross zu unserem Führer machen. Er bewegt sich hier in diesen Gängen, als wären sie ihm total vertraut. Ja, folgen Sie mir bitte. Ich werde Sie zur Grabkammer führen. Und ich glaube, heute haben wir nichts zu befürchten. Seltsam. Von den Fallen, die mir damals gestellt wurden, ist nichts mehr zu bemerken. Es sieht im Schein unserer Fackeln auch alles etwas normaler aus. Ein Jahrtausende altes Bauwerk eben. Nicht mehr und nicht weniger. Selbst diese merkwürdig stinkende Brühe, die meinen Tropenanzug total versaut hat, ist nicht mehr hier. Senor Gomez, Professor Mortello, hier ist die Grabkammer. Gespenstisch beleuchtete das flackernde Licht unserer Fackeln das Innere der Grabkammer. Zwar hatte ich damals nur einen kurzen Blick auf die Mumien getan, die an den Wänden des Gemäuers entlang aufgestellt worden waren, doch erschienen sie mir gegenüber damals von einem unwirklichen Leben erfüllt. Doch wahrscheinlich spielte mir der unstete Schein der Fackeln einen Streich. Auf jeden Fall registrierte ich auch die unwahrscheinlich wertvollen Grabbeigaben aus Edelmetallen und... Mortello! Gomez, dieser Narr, ist tot, Dan Cross. Er hat sein Leben gegeben, um
der dunklen Macht zum Sieg zu verhelfen. Hier, in diesem geweihten Kelch, habe ich sein Blut aufgefangen. Was aber? Wer sind? Ja, schau mich nur an, Dan Cross. Ich bin es. Mel-Temor, der Oberpriester von Re-Amon-Tek. Und nun, oberster Diener der Mächte des Grauens. Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns begegnen, du Wurm. Ich habe dich vor dem Jade-Dolch von Ataxa, der Hüterin der Pyramide, bewahrt, weil ich dich noch für meine Zwecke brauche. Dafür hast du auch die Strahlen aus den Augen der Statue des Re-Amon-Tek auf dich gelenkt. Sie wären für jedes dämonische Wesen und eigentlich auch für jeden Menschen tödlich gewesen. Doch seltsamerweise haben sie dich nur verletzt. Du musst etwas Besonderes sein. Und deshalb bist du das letzte Opfer, das die Mumien der Dämonenkönige zu meinen untoten Dienern werden lässt. Die schwarze Macht ließ mich wissen, dass du das Opfer sein musst. Und heute ist die Nacht gekommen, in der es geschehen wird. Denn heute stehen die Gestirne richtig. Hier steht die Wächterin der Pyramide der Könige. Dan Cross, du bist Re-Amon-Tek. Dan, du bist die Reinkarnation des Guten. Ergreife das Sonnenkreuz der Inkas. Dein Sonnenkreuz. Du, Dan Cross, bist Re-Amon-Tek? Ich, Ataxa? Wo ist das Kreuz? Dort hinten, Dan. Dort, wo die zerbrochene Platte des Altares liegt. Die Energie des Blitzes hat das Sonnenkreuz mit dem Stein des Altares verschweißt. Aber du, Dan, du hast die Kraft, es aus dem Stein zu lösen. Nur du, denn du bist Re-Amon-Tek. Kommt. Kommt, ihr Dämonenkönige, die ihr seit Äonen auf unheilige Taten wartet. Ich netze euch mit dem Blut des Menschlings Gomez. Und zwingt den wiedergekehrten Re-Amon-Tek das Sonnenkreuz zu vernichten. Ja, denn Re-Amon-Tek, du wirst das tun, was kein Diener der schwarzen Mächte vermag. Du wirst dein eigenes Sonnenkreuz zerstören. Dann kann sich nichts und niemand mehr der Ausbreitung der schwarzen Macht in den Weg stellen. Thank you.
diese dämonische Energie, die von ihm ausgeht. Sie lähmt mich. Und die untoten Dämonenkönige kommen auf mich zu. Die Mumien greifen nach mir. Ergreife das Sonnenkreuz, denn löse es aus dem Stein. Es wird dir die Kraft geben, über Meltemo zu siegen. Ja, Ataxa, ich versuche es. Da ist die Altarplatte und da das Kreuz. Es löst sich aus dem Stein und es pulsiert. Sendet Strahlen aus. Die Mumien der Dämonenkönige lösen sich in den Strahlen auf. Da! Da! Und auch du, Meltemor, wirst jetzt sterben. Da! Für dieses Mal konntest du mich besiegen, Rey Amontek oder Dan Cross. Ataxa, die Strahlen des Sonnenkreuzes haben nicht nur die Dämonenkönige zerstrahlt, sondern auch das Mauerwerk der Pyramide angegriffen. Komm, schnell, die Pyramide stürzt ein. Das war knapp. Wir hatten uns gerade noch durch den Gang nach außen in Sicherheit bringen können, als die Pyramide hinter uns mit ohrenbetäubendem Poltern zusammenstürzte. Zu viel Energie hatte das Sonnenkreuz in diesem Kampf gegen die Mächte des Bösen freigesetzt. Und nun gehörte es mir. Nein, ich war der rechtmäßige Eigentümer dieses Symbols des Kampfes Gut gegen Böse. Und somit hatte auch mein weiteres Leben seine Vorbestimmung erhalten. Dan Cross, der Kämpfer gegen die schwarze Macht des Bösen. Und so hängt das Sonnenkreuz der Inkas seit jenem schwarzen Tag in Mexiko an meinem Hals. Doch leider nicht nur das Sonnenkreuz. Dan, Liebling, ich warte nun schon so lange auf dich. Wann kommst du denn endlich?